Immer diese Statisten. Sie laufen einfach ins Bild. Wir wollten hier diesen schönen Schnellkäfer filmen. Da kommt er schon wieder. Sie drängen sich immer vor, es ist unglaublich. Das ist ein Ampedus Pomorum. Er ist ein langweiliger Schauspieler. Ja, wir haben ihn gefragt, ob er mitmachen würde. Es gibt einen Film für YouTube und er überlegt sich das. Er muss gut überlegen. Ja, ja, das ist eine wichtige Entscheidung. Also weltweit gibt es etwa 10.000 Arten Laufkäfer. Laufkäfer? Ah nein, es ist ein Schnellkäfer. Ein schneller Laufkäfer? Ja. Vielleicht gibt es auch langsame Laufkäfer. Nein, Schnellkäfer. Ja, er hat sich das gut überlegt, aber er hat uns eine Absage erteilt. Gut, dann hier kommt der nächste Schauspieler. Das ist eine gelbbindige Furchenbiene. So sieht sie aus, oder? Sie ist bei uns eingewandert aus dem Mittelmeerraum. Sie denken, es ist, weil sich das Klima bei uns erwärmt. Mhm. Sie ist so langgezogen, untypisch, ja, für eine Biene. Sie gefällt mir, diese. Ja, sie ist schlank. Ja. Sie baut ihre Nester gerne so in Böschungen oder in Steilwänden. Das war schon mit ihr. Ah, hier ist eine gut getarnte, schöne Hufeisen Azurjungfer. Ja, genau, so sieht sie auch aus. Ein Weibchen. Ja. Wirklich farblich gut abgestimmt. He? Schön getarnt. Ja. Hier Hinterteil. Flügel. Ich würde gerne wissen, aus was für Material die Flügel sind. Transparent, stabil. Die molekulare Zusammensetzung wäre hier sicher interessant. Man könnte das im Flugzeugbau für Leichtflugzeuge nutzen. Ja, das wäre doch eine Idee. Die Muskulatur, um die Flügel zu steuern. Und sie schaut uns an, das Schwarz im Auge. Ja. Und auf dem Auge hat sie einen Pilz. Sieht ganz so aus, ja. Ja, das ist ein Pilzbefall. Ja, man sieht es wieder gut. Und der Hals ist so schlank. He? Mhm. Auf dem Kopf die zwei Punkte, das sind Augen. Nach vorne ist auch noch ein Auge. Hier ist das Männchen. Ja. Blau gefärbt. Also keine Tarnfarbe. Und dieses Männchen hat Parasiten am Bauch. Das sind Eier von vermutlich Wasserflöhen. Wasserflöhe, ja. Das typische Paarungsrad von Libellen. Man sagt auch das Liebesrad oder. Ich denke schon Paarungsrad. Paarungsrad. Das Männchen hält sie im Genick fest. Das sind zwei Klammern.
Und hier sehen wir schön, das Weibchen hat so Lamellen fast, ja, mit denen es das Männchen festhält. Also diese Paarung ist durchaus gewollt. Sie hält ihn schön in Position. Hier sieht man auch, woher der Name kommt. Dieser oberste Teil sieht aus wie ein Hufeisen. Ja. Und hier hatten wir großes Glück. Es war offenbar so eine Art Paarungszeit. Da waren so 14, 15 Paare. Und sie haben gemeinsam auf unter den Seerosenblättern hier ihre Eier abgelegt. Wir konnten nicht mit Makro filmen, das war etwas zu weit weg für unsere Ausrüstung. Aber man sieht es trotzdem sehr schön. Die Männchen bleiben also auch während dem Eierlegen am Weibchen angehaftet. Ja? Ja, sie wollen nicht, dass noch ein Konkurrent zum Zuge kommt. Ja. Sie hier sucht eine Stelle. Vielleicht sieht sie nicht so gut. Ah, doch. Die erwachsene Libelle, die wird nur etwa 4 Wochen alt. Ja, und von der Larve bis zum Schlüpfen? Das weiß ich nicht. Warum nicht? Hab ich vergessen. Ja, sie sucht wieder eine geeignete Stelle. Und man sieht auch sehr schön, sie klebt die Blätter an verschiedenen Blattrosenteilen fest. He? Die Eier, ja, meinst die du? Eier, ja. Ja. Ja, sie sucht verschiedene Stellen. Ja. So, der nächste Schauspieler. Das ist eine Herbstfliege. Bei uns wird sie auch als Stallfliege bezeichnet. Sie schwirrt den Pferden und Kühen um die Augen. Genau, ja. Aber die Erwachsenen, die ernähren sich von Nektar. Da haben wir noch einen Weiden-Erdfloh, ein kleiner Käfer. Wie groß etwa? Etwa bis 3,5 mm. Ja. Die Sprungbeine hinten sind etwas dicker. Man sieht nicht ganz so gut, aber ja. Ja. Er kann auch weit springen. Das ist eine Zweiband-Wiesenschwebfliege. Sie ist in Europa wirklich weit verbreitet. Die Weibchen, die legen ihre Eier gerne in der Nähe von Blattlauskolonien ab. Und die Larven, die ernähren sich dann von den Blattläusen. Aber die Erwachsenen, die fressen Pollen oder sie saugen Nektar. Und hier sieht man gut, wie das dann in der Verdauung aussieht. Alles transparent. Genau. Wenn man das bei uns sehen würde, wie die Spaghetti im Bauch, im Restaurant. Wäre nicht so toll. Wäre furchtbar, furchterregend, oder? Oder ja, wenn man nichts anderes wüsste. Ja. Ah, das wär's. Bis später. Bis dann.